Der Himmel sieht so unglaublich cool aus. Das ist echt doch romantisch. Vor allem der Mond strahlt so schön. Also die Strahlen sind auch voll gut. Richtig Das finde ich romantisch. halt so krass, weißt du, der Himmel hat übelst die Grafik und der Mond und alles und die Lichtstrahlen und dann siehst du die Charaktere und denkst dir so, Ja, ich weiß. Oh, das sieht wirklich nice aus. Und wenn du nach oben guckst, denkst du, oh. Aber Aber das finde ich gerade irgendwie charmant hier drin. weißt du, was mich das erinnert an Sea of Thieves? Das ist ja auch so. Da der Himmel übelst geil und halt die Grafik aber von den Charakteren ganz an. Oh Gott, da kommt ein Schamane. Dann schnell aufs Boot! Nee. Ah, geh weg, Mami, ich brenne noch! Oh nein, jetzt bin ich auch noch vergiftet! Oh, es läuft nicht so gut gerade! Hilfe! Oh mein Verlierst Gott. Leben. Ja, ich weiß. Aber es ist vorbei. So, wie komme ich. Kannst du da rauffahren oder? Ja, irgendwie ist das. Ich gehe mal mein Abendessen schnell aufwärmen. Geronimo! Oh, geklappt. Ah, warte. Nee, Scheint so danke. schwer zu sein, dass das Ding runtergehen, Ja, eigentlich nicht. Ich Wie probier's kann mal zu man schieben. sich eigentlich hinsetzen? C. Laufen, laufen, laufen. Für mich steht nur laufen. C ist bei mir nur laufen. X, nicht C. Ach man, ja. Einmal mit Profis, weißt du? So, entweder kannst du hier nämlich festhalten. Ja, ich halte Yeah. mich fest. Oh Gott, ich war in dir drin. Das klingt aber ein bisschen falsch. So. Okay. Wind geht nach links. Na dann, auf in Abenteuer! In die Welt, in die Ah. Sicher! Ich habe keine Ahnung. Ich will nicht ersaufen auf dem Meer. Warte mal, ich glaube, da greift jemand Sarah an bei uns am Haus. Sarah? Gucke, siehst du das? Ja, Sarah überlebt. Sicher? Nein. Aber wir haben ja Betten da. Ja. Na toll. Warum ist der Wind so blöd? Ja, wir fahren nicht, ne? Ja, irgendwie, na, weil der von vorne kommt, aber ich kann Aber nur nicht. willst du mit dem Floß echt aufs Meer, ey? Ich Unsere habe. einzigste. Dein Ernst, dass wir jetzt hier festhängen? Ja, ich weiß nicht. Oh, jetzt. Oh, jetzt. Jetzt geht's los. Jetzt warte mal, soll ich vielleicht loslassen? Nee, eigentlich nicht. Aber ich glaube, wir. Ich setz mich einfach mal hin. So, schieb mal. Gibt übrigens Seemonster. Oh, das höre ich gerne. Ah, ciao! Nein, ich sterbe! René! Oh mein Gott! René, Es geht nicht, geh alles runter! Okay. Mein Gott! Ich komme. Neun! Oh, neun! Ich habe überlebt, alles gut. Das war ja der Ausflug des Jahrhunderts. Also, das ist, läuft auf jeden Super, Fall. also ich war angetan. Die Reise, die war die beste meines Lebens. Ja, wir müssen warten, bis der Wind dreht. Du sag mal, wie lasse ich das los? Ja, ich hab. Ja, oder so, ne? Ja, nee, ich kann nicht weggehen. Wie lasse ich das los? Also ich hab Cajun. Einfach links klicken. Ja, Ja. aber. Nee? Jemand benutzt. Na dann E. Ah! E ist gut. E ist gut. Komm, wir lassen Xena fahren. Ich setz mich hier hin. Mit dir zu reisen, krieg ich ja Angst, ey. Kann ich ja direkt mein Grab schaufeln. Schaufeln. Na toll, jetzt hängen wir hier fester. Gar nicht. Na toll. Hey, Soll das ist mein Floss. ich schieben? Warte, wir müssen. Ja, wir müssen schieben. Schieb! Ah!
Jo, jo, jo. So. Jetzt will ich ja ich aber was sehen, du. Nee, es klappt nicht. Wir müssen in den hohen Norden. Ahoi! Können wir Musik spielen? So, ihr Segler, na? Wir sind weit gekommen, Sarah. Wie weit seid ihr denn gekommen? Wir sind in der Maus. Wir sind einmal. Oh, haben wir keinen Ruder? Seid ihr Menschen oder seid ihr einfach gestorben? Wir sind nicht gestorben. René ist fast gestorben. Aber nur am Ertrinken. Weil das Boot untergegangen ist, oder was? Nee. Sondern? Weil er das Boot schieben wollte, was er dann ersoffen ist. Ja, oh, du bist wieder trocken, okay. Das ist auf Grund gelaufen. Gut. Oh, der Himmel. Der Himmel ist so nice. Ich habe nämlich den Chat schon gelesen vorher, und da stand, das würde ich euch nicht empfehlen, deswegen bin ich nicht mitgefahren. Ach, wir sind Abenteurer. Nee, da ging es, glaube ich, um was anderes. Da ging's ging es schon um Seefahren. Na, zu dem Zeitpunkt habe ich aber dieses Beschwörungsding eigentlich gemacht. Udululu. Du isst und du verreckst gerade, René, ne? Ist dir schon klar? Nee, sag schon. Das füllt ja dann die Energie auf. Achso, es ist dunkel, ne? Recovert ja jetzt. Also du brauchst eigentlich immer Fleisch, Obst und Gemüse. Ich ernähre mich die ganze Zeit nur von Fleisch. Ach, also die Monster auf anderen Inseln werden euch wahrscheinlich one-hitten. Ja, das haben wir ja hier schon durch. Ich will ja nicht gewonnen werden. Ich will ja nur ein bisschen auf dem Meer fahren. Ich will ja nicht direkt auf anderen Inseln. Nicht? Nee. Was heißt denn, das kennt Luga von BDO? Willst du ein paar auf die Nase? Warum gleich mal PvP ein? Dann haben wir einen Faustkampf. Habe ich also doch richtig verstanden. Oh Gott, es brennt. Oh, okay. Ich brenne das Segel an! Die Musik ist ja cool. Mal gezählt. Ich plane eigentlich auch nicht zu sterben, weil ich habe sehr viel Stuff dabei. Tatsächlich. Warum hast du dich nicht entleert? Ja, deswegen. Oh, Tag 9. Und wir kamen das gar nicht an, Tag 9. Tag 9 auf dem Meer, sie sind noch immer verschollen. Rings um sie herum, als sie Salzwasser. Und als ich mir was zu essen holen wollte, ich habe sie nie wieder gesehen. Jetzt bin ich alleine in unserem Land Strandhaus. In Sicht. Die Erinnerungen. Captain, einmal rechts. Dahin. Guck, das sieht doch schick aus. Sind wir in der Nähe vom Dings? Das ist ein guter Ort, um gewonnen-hittet zu werden. Ich möchte nicht gewonnen-hittet werden, ja? Nein, ich werde ja gewonnen-hittet, nicht du. Oh nein, der Wind dreht sich. Ah. Haben wir keinen Sklaven, der rudert? Na, dich haben wir doch. Pack die Beine ins Wasser und dann gib ihn her. Nein, das Vergnügen hatte ich schon, da kam ich nicht hinterher. Weil wir haben hier hinten nämlich eine Leiter, aber die Leiter ist nur ein Meme. Achso, ist nur zur Schwedeko da. Aktuell hat sie keine Funktion. Oder hat eine und nicht. Ich höre Crocs. Herbert, rette sie! Wer ist dieser Herbert? Herbert! Geheim. Herbert! Das R musst du schon rollen. Ich bin noch kein Profi, du weißt doch. So ein Ding ist das also. Aber es ist ein echt chilliges Spiel, muss man sagen, ne? Also, ja, das ist halt so ein Survival-Spiel halt. Einfach mal. Schon ein bisschen angenehm. Kann ich. Er ist doch mit euch gefahren, oder? Xena ist mit euch. Ja, Xena fährt das Boot, ja.
Also, beziehungsweise das Raft, ja. Sie hat das Haus wieder gefackelt. Muhaha. Es gibt ja auch diesen YouTube-Channel. Xena. Echt? Gibt's den? Oh, das Bild ist schon gerade sehr nice, muss ich sagen. Kann ich UI irgendwie ausschalten? Boah, alles ab, was ich von dir finde, Sarah. Sogar deine ungeborenen Kinder. Wow. Oh, UI ausschalten kann man nicht, ne? Sieht gerade mega nice aus. Ich würde davon gerne ein Foto machen, aber... Ja, vor allem mit der aufgehenden Sonne und so. Ist schon voll schick eigentlich. Ja, so manche Sachen sind echt nice. Also ich weiß nicht, ich finde eigentlich diese, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, Minecraft-Grafik, ja. Na, Minecraft-Grafik ist ja was ganz anderes. Wie ja, aber wirklich. Ich meine, wenn du die Charts so anguckst, ne, das meine ich eigentlich. Ja gut, aber ich meine, wie gesagt, Seven Days hat auch keine bessere Grafik, ist auch nur ein Survival. DayZ hat auch keine gute Grafik. Wenn ich die Charakter anschaue, haben auch keine gute Grafik. Ey, ja. Hast du was gegen Ark? Aber das hat alles keine gute Grafik. Ach, kann er nicht so BDO mithalten? WoW hat auch keine gute Grafik. Ich hab BDO gesagt, WoW. Nein, aber... es war schön mit dir, René. Ich sehe dich im nächsten Leben wieder, mein Freund. Oh Gott, was ist das denn? Ein Neck? Ach, die haben so rumgekriegt. So, ah, oh, die Muttern war es gerade. Ich hab nix einen Schwanz gekriegt. Okay. Aber so weit ist das eigentlich ja an für sich gar nicht, ja? Ja, aber weißt du, was ich meine? Halt tschüss, René, bis dann. Ja, tschüss. Ja, ja. Ciao. Schwimm zurück, wenn du da so willst. Wir sind da mal weiter. Habt ihr ihn ausgesetzt? Ja. Nein, ich bin freiwillig gegangen. Er wollte nichts mit uns zu tun haben. Jetzt, wo wir das Dach endlich fertig haben, weißt du, wollte er einen anderen sehen. Oh. Aber das über uns, ne? Also laut der Geschichte von dem Spiel, was soll das sein? Soll das ein Lebensbaum sein? Ist das ein Galaxiebaum? Was genau ist das hier, was über uns? Ich glaube, das kommt später erst, was das sein soll. Also wie bei The Forest, wo die Story erst ein bisschen später mehr kam. Weil das sieht halt aus, als wenn da so Lebensstränge irgendwie durchgehen oder so, ne? Das wackelt voll. Das wird riesengroß. Die drei Seele, die Eiche aus der neunten Legende. Ah, okay. Doch, der Lebensbaum. Ja, gut, dass der Text halt so schnell weg war. Oh, by the way, ne? By the way? Die Karte. Oh, warte mal. Oh Gott. Man kann hier noch durchs Universum gehen. Oh, bitte sag mir nicht. Wirklich? Ja. Also anscheinend, ich denke mal, da wird noch ein bisschen was kommen. Ist ja jetzt nur Early Access. Ja, wahrscheinlich je nachdem, wie sie Geld verdienen jetzt am Anfang. Aber wenn du überlegst, was wir erst für ein Stück haben, ne? Das ist halt nichts auf der Karte. Eigentlich. Was sind das hier für Todesanzeigen? Oh, Sarah, ich sehe genau, wo du bist. Gehst du jagen? Mhm. Alter Schwede! Also, legt euch nicht mit so einem Troll an. Help, dieser Wellengang gegen einen Fluss, was? Achso. Uns ist nicht mehr zu helfen. Immer geradeaus. Hey, erst willst du mich angreifen, dann läufst du weg. Was ist mit deinem Problem hier? Boah, diese schrägen Bäume hier rechts sehen aber auch krass aus. Na, du hattest ja nichts dabei, ne, René? Nee, also... waren jetzt bloß... die Werkzeuge.
Ich und Xena, wir nach langer Zeit gehen wir mal wieder zusammen Boot fahren. Nachdem wir zuletzt in der Wüste unterwegs waren mit unseren Holzbauten. Ne, Sarah? Und schon wieder ist er am Steuer und ich sitze irgendwo. Oh Gott, Baum fällt. Ah, der Baum stand. Oh mein Gott, er wird mich umbringen. Okay, Sarah bringt es schon um, wenn sie Bäume fällen. Easy. Ja. Ja, der eine Baum hat den anderen Baum gefällt und da kam der Baumstand auf mich zugerollt. Soll ich machen? Die sind voll aggressiv, diese Bäume. Aber das ist der Dunkelwald, aber man. Ja, leider, weil Lester Lakes war auch gut mit dem fetten Kram und so. Das hätte viel Potenzial gehabt eigentlich. Ja, aber das ist dann so schnell, ne? Wie das rauskam, so schnell ist das irgendwie wieder abgestumpft. Jetzt halt so viele Probleme gehabt. Vor allem am Anfang die Serverprobleme, wo du halt nie wusstest, ob du spielen kannst oder nicht. Das ist halt vor allem für Streamer halt voll scheiße. Ja, und was Xena halt sagt, ne? Eigentlich rückblickend ja, so auch, PvP. Auch also, war halt nur PvP. Ja. Und dann musstest du ja dieses Splitter farmen, um weiterzukommen. Es war eigentlich ein kompletter PvP und ja, eigentlich farmen und PvP. Das und das. Also so fand ich das geil, wo du die fetten Viecher dann gesehen hast, wo du dachtest so, irgendwann wirst du die angreifen und töten. Das naja, schon aber geil. Das kannst du halt auch nur, wenn du wirklich eine riesengroße na, ich weiß. Masse an Menschen bist. Oh mein Gott! Was ist das? Ist das ein Riesenpilz oder was ist das da? Wo bringst du mich hin, Xena? Was ist das da? Sieht aus wie so ein Steinkreis? Ja, natürlich krieg ich wieder Schaden von einem blinden Baumstamm. Alter, hier laufen die Trolle rum, Wo denn? Ja, direkt, wenn du gerade aus der Tür rausgehst. Immer die Masse gewinnt, ja. Was ist denn das? Ist das ein Haus? Ja, du konntest nicht auf den Haus. Dahinter ist nicht alleine grinden, das ging nicht. Da ist aber ein Da sind einige Skelette. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt hingehen sollte. Mit meiner Lederkluft. Oh. Ich gehe lieber eine Runde baden. Das klingt nach Schwertern. Hilfe? Was ist das? Okay, Xena ist erstmal einfach ein. Hat er dich verlassen? Ja, er ist auf eine Höhle gegangen. Ach so, ein Dungeon, oder? Ja. Oh, das ist was für ein BDO für Dungeons. Kommt doch. Mann. In 3 Jahren. So, dann gehen wir wieder nach Hause. Ich habe wieder zu viel Holz. Ich nehme mal besser meine Axt in die Hand. Ist ja nichts. Pilze. Kann man mit den, also mit dem blauen, mit diesen Heidelbeeren, kann man auf jeden Fall blaue Banner auch machen. Einfärben meinst du? Mhm. Warte mal, ich kann auch hier. Kann man das auch mit den Blumen dann? Weiß ich nicht. Ich hab Fleisch gejagt. Yeah. Also wenn man nicht wüsste, dass hier Trolle sind, würde es ganz gemütlich aussehen, ne? Unser Strandhaus. Ich finde aber tatsächlich, die Trolle sehen voll niedlich aus. Ach so, die haben grün zwischen den Beinen. Oh, ups. Mhm. Das ist ein Lätzchen, damit man seinen Dödel nicht sieht. Eigentlich.
Ich weiß, aber trotzdem sieht es doof aus. René, willst du nicht lieber ins Haus reingehen? Ich will mich ein bisschen bräuchen hier draußen. Also. Da hab ich nix. Was ist das hier? Kann ich das abreißen? Warte mal. Hallo, willst du eine Axt nehmen? Ah ja, Holz. Klar. Oh Gott, Xena hat mich allein gelassen. Oh Gott, Lindsay, da geht's nach unten noch. Hier ist noch ein Tunnel nach unten. War hier oben was? Nee, ne? Ja. Wo denn die Dinger da? Ah, da. Wo sind denn diese Lavateile, die hier... Oh, why? Oh mein Gott, das ist grün. Was ist diese Vierecke da? Hm. Autsch! Blöder. Ja. Ich habe gerade meine Fackel kaputt gemacht. Super. Leider. Aber wenn man die brennt, dann ist das eigentlich ganz gut. Oh, ah. Ah, jo. Sehr cool. Oh. Wie schnell lootest du denn eher? Da hat er den Lootfinger. Ja, aber ja. Richtig, richtiger Lootfinger. So. Kann man die Dinger hier abbeißen? Nee, ne? Ja. Was isst du da? Das klingt nach Suppe. Nee, Auflauf. Dunkelauflauf. Hm. Ich hab heute. Mit Reis und Tortellini. Ich hab Kräutergeschnetzeltes gemacht. Mit Reis dann später. Keine Zeit, muss Dungeon erkunden. Wenn ich hab was Neues zu essen, willst du mal probieren? Was denn? Ja, komm rüber. Den. Oh, hab ich schon. Aber ich bin gerade hierher. Mensch. Naja, ich muss das noch fertig grillen. So ein Ding ist das, genau. So ein Ding ist das. Na, jetzt okay. Bin ich fertig. Was ist das hier? Da. Oh, nix. Okay. Hier, nein. Na, ich glaube, das waren alle. Dann esse ich das. Das. Ja, das waren alle Räume, ne? Achso, ich hab ein Ruby. Thank you. Hab ich gerepariert hier. Aber das sieht ja cool aus. Oh. Das ist ein Skelett. Ah! Lass mich in Ruhe, du Wicht! Geh weg von mir! Geronimo! Nein! Komm zurück! Ich habe keine Ausdauer! Oh! Oh, guck mal, wie er mich opfert. Richtige Anti-Mate. Ich hab einen Feuerstein im Wasser gefunden? Okay. Ja, mich opfert einfach. Er fährt einfach weg und ich habe keine Ausdauer mehr. Alter. Oh Gott, schnell heilen. Jene. Und da, wie ging das jetzt so? Okay, und dann so. Na, dann hüpfen wir. Alter Schwede. Ich hatte keine Ausdauer, wer ist einfach weggefahren? Wo hast denn die her? Nixenschwanz? Ja, die waren da irgendwo hinten im Dorf, waren die kleinen Viecher, so. So kleine Kröten. Ich hab einfach getötet. Aber ich muss sagen, diese normalen Pfeile, also diese Holzpfeile, die ziehen jetzt echt nicht so viel ab, ne? Vielleicht 12 oder so. Kann natürlich auch an dem Bogen liegen. Weil der ist ja erst Stufe 1. Man kann ja hier auch upgraden, ne? Ja. Aber was braucht man denn zum Upgraden? Eine bessere Werkbank. Ach so. So wie es scheint. Wie kriegt man eine bessere Werkbank? Genau, das gucke ich jetzt auch gerade. Warte mal. Weil, also ich habe ja hier... Du Lumos, wenn du Hunger hast, isst du alles. Auch Nixenschwänze.
Ja, die Feuersteine, die liegen einfach hier so rum. Ja, sammel die mal auf, die brauchen wir nämlich. Ja, mache ich ja gerade, aber die liegen zwar im Wasser, habe ich jetzt gerade voll viele gefunden. Also nicht viele, viele, was sind das? Viele, vier. Ich weiß nicht, wie man die upgradet. Tatsächlich. Sie ist nicht so eine. Ach, hör mal auf, sonst kann ich gar nicht hören. Ey, ich bin nicht so eine. Ja, oder ich bin nicht so einer. Das habe ich auch schon oft genug gehört. Ist so, das sind die Schlimmsten, die das sagen. Das sind die Schlimmsten, die sowas sagen. Trust me. Maxina, das ist schon ein bisschen romantisch hier mit unserem kaputten Floß. Tatsache, die liegen hier einfach rum. Ja, ich habe die bisher noch nie rumliegen sehen. Oder seit ja, ich auch nicht. Ich bin jetzt gerade hier am Strand und da, was ist denn das Glitzerndes? Und hab's aufgesammelt und da waren da ein paar Feuersteine. Im Dunkelwald oder wo? Seid ihr da unterwegs? Ja, und zwar am Wasser in der Nähe bin ich gerade ein bisschen rumgelaufen. Okay. Ah, jetzt. Aber eher nicht im Dunkelwald, glaube ich, weil ich bin jetzt Richtung Dunkelwald, da ist nicht weniger. Ich habe die noch nicht gesehen bisher, ne? Das sind echt so kleine Kröten, sind richtig das. Crazy, ja. Das waren die, die krrr gemacht haben. Ja, ich habe mich auch gerade so zwei gehabt. Was machst du da? Sina, was machst du da? Weisheiten mit Luga. Ja. Ist so.